Ob der das noch packt? Ja, könnte klappen. Die letzten Meter einmal noch alles rausholen. Was so ein Tröpfchen Öl doch ausrichten kann. Und das, wie wir glauben, nicht nur bei alten Autos. Auch Menschen, die schwach sind, alt oder krank, können so neue Kraft gewinnen. Und das keineswegs nur, wie man früher meinte, für die allerletzten Meter ihres Lebensweges. Hä? Nein. Auch wenn sie schwer erkrankt sind oder ihnen eine komplizierte Operation bevorsteht. Hä? Okay. Die Krankensalbung gehört zu den 7 Sakramenten der Kirche. Und das Öl, das dabei verwendet wird, hat eine ganz besondere Bedeutung. Es ist Zeichen der Ewigkeit. Gerade wenn der Mensch in schwerer Not seine Vergänglichkeit ganz besonders erfährt, sagt ihm die Krankensalbung, keine Angst, du hast Zukunft. Ewige Zukunft in der Barmherzigkeit Gottes. Wenn das nicht Mut macht, kann man doch gar nicht genug von kriegen. Deshalb kann das Sakrament der Krankensalbung nicht nur einmal empfangen werden. Die Kranken so zu stärken, ganz alte christliche Übung. Erfunden von ihm natürlich. Und weiter gepflegt von seinen Jüngern. Die hatten dann auch schon Öl dabei. Genauso wie die frühen christlichen Gemeinden. An deren Praxis knüpft der Ritus der Krankensalbung bis heute an. Salbung, logisch. An der Stirn und an den Händen. Meist ist auch Weihwasser mit im Spiel. Und immer natürlich Gebete, Fürbitten und so weiter. Und, klar, Schriftlesung. Kommunion? Meistens, muss aber nicht. Sehr praktisch. Auch wenn der Kranke nicht noch eigens beichtet, werden ihm durch das Sakrament der Krankensalbung seine Sünden vergeben. Vor allem auf der allerletzten Reise möchte man doch auch innerlich recht adrett unterwegs sein.